Dank. Wer ist dagegen? Eine Gegenstimme. Wer enthält sich? Zwei Enthaltungen. Ansonsten einstimmig. Ich stelle fest, die drei Herren Jörg Friedl, Daniel Simon und Peter Roth sind als Mitglieder des Präsidiums von Peters und Jörg e.V. gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, Sie sind gewählt worden. Ich glaube sogar ohne Gegenstimme. Es war ja sehr beeindruckend und bullig heiß, vielleicht auch ein bisschen symbolisch auf dem Kessel Kickers Offenbach. Ich habe ja gesagt, wir müssen kämpfen und genau das haben wir heute auch getan. Es war extrem warm. Trotz alledem bin ich sehr dankbar. Es war ein überwältigendes Ergebnis. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal einstimmig gab. Bin happy, bin sehr zufrieden, auch stolz darüber und jetzt geht die Arbeit los. Und Sie haben gesagt, das war somit auch das Fazit bei all dem, was uns verbindet, die Tradition, all das, was da war. Hier ist die Zäsur, wir schauen jetzt nach vorne, wir schaffen wieder eigenen Stolz, einen eigenen OFC. Richtig, so ist es. Es bringt nichts, die Vergangenheit zu drehen, die können wir nicht verändern. Wir müssen gemeinsam nach vorne schauen und das ist mein eindeutiger Appell. Und das heißt, das endet ja nicht beim Präsidium, das endet nicht bei den Gremien. Das sind die Mitglieder, das sind die Fans natürlich auch ganz klar im Schlepptau. Absolut. Wir alle müssen gemeinsam nach vorne schauen. Wir müssen alles nach vorne treiben. Was wünschen Sie sich jetzt? Was kann, was soll passieren? Denn man hat jetzt schon Zeichen gesetzt. Die Mannschaft ist ja verstärkt worden. Da passiert ja schon was auf dem Platz. Was muss jetzt im Umfeld noch passieren? Ja, wir selbst, die wir im Grunde so ein bisschen in die Hintergründe haben schauen können, haben die Euphorie schon in uns getragen. Andere konnten die dann noch nicht so richtig sehen, wahrnehmen. Und für mich wäre es jetzt wichtig, dass diese Euphorie, diese Aufbruchsstimmung jetzt auch wirklich in der Breite gelebt wird. Das wäre ein wichtiges Signal für mich. Ich glaube, das war bei allem, bei aller Anspannung für die einzelnen, sehr harmonische Mitgliederversammlung. Man hat schon den Eindruck, man will jetzt in das Neue gehen. Ja, ich glaube, wir haben eine breite Abstimmung für dieses Thema. Wir wollen gemeinsam dieses Thema nach vorne bringen. Es gibt keinen, der irgendwo da quer steht, sondern ich glaube, die Erkenntnis ist ganz klar, dass es alternativlos ist, jetzt gemeinsam dieses Thema anzufassen. Wir gratulieren nochmal, wünschen Ihnen immer ein glückliches Händchen und vielen Dank, dass Sie sich so engagieren. Vielen, vielen Dank für Ihr Interview. Ja, Dankeschön. Peter Roth, ja, der war schon mal Vizepräsident. Er ist es wieder geworden. Warum? Weil ich war noch nicht fertig. Da war noch was, da ist noch was zu tun. Das ist so. Ich bin, also wer mich kennt, ich bin schon, glaube ich, grundsätzlich ein Typ, der versucht, Dinge zu Ende zu bringen und mein Rücktritt damals hatte ja auch, sagen wir mal, Hintergründe, die nicht so schön waren und ich war ja nie richtig weg und habe viel Nähe zum Verein gehabt und jetzt, wie wir es eben geschildert haben, diese neue Gruppe hat mich halt unheimlich motiviert und da habe ich richtig Lust drauf und da werden wir jetzt was bewegen können, hoffe ich doch. Nicht nur in dieser Gruppe ist große Motivation, man sieht das zum Beispiel auch bei uns, bei den Klickzahlen, bei den Testspielen, die Fans fahren mit. Jetzt langsam zieht es auch wieder an, so richtig mit den Dauerkarten. Was kann, was soll noch passieren vom Umfeld jetzt? Na ja gut, wir haben es ja angekündigt. Ich meine, jeder kann was machen. Und mir geht es halt gerade um die Leute, die wir die letzten Jahre verloren haben. Ich habe es auch gesagt. Ich habe dafür Verständnis. Wir machen das schon viele Jahre mit und sind natürlich auch frustriert und enttäuscht. Aber umgekehrt, glaube ich, haben wir jetzt eine Riesenchance. Und wenn wir die wahrnehmen und wenn da jeder mitmacht und wenn jeder versucht, wenn wir den Dauerkartenverkauf antreiben, wenn wir vielleicht mal zum ersten Heimspiel, wenn wir es zu Hause haben, das wäre auch mal eine Aktion, da haben wir auch was vor, mal 8.000 oder 10.000 Zuschauer bekommen und dann vielleicht mal das Glück haben, einen positiven Start hinzulegen. Das ist natürlich ganz wichtig, die ersten 1-2 Spiele zu gewinnen, dann geht hier in Offenbach was. Und das brauchen wir halt, um die ganze Sache zu unterstützen. Ansonsten arbeiten wir im Hintergrund weiter. Die Kickers-Freunde sind ein offenes Konstrukt. Die Gespräche gehen jetzt schon ab morgen los. Wir sind schon wieder mit 2-3 Leuten im Kontakt. Also da passiert was. Ja, Daniel Simon, das ist kein Unbekannter. Der war im alten Präsidium, ist jetzt wieder im neuen Präsidium. Und ich denke, das war eine schon beeindruckende Veranstaltung heute hier mit vielen, vielen Mitgliedern im Klutkessel Kickers Offenbach. Genau, mit vielen Zuschauern. Es hat uns natürlich unheimlich gefreut, dass wir die Möglichkeit eröffnet bekommen haben, hier auch in der Stadthalle wieder aufschlagen zu können, sage ich mal. Das hat uns ja ein Stück weit die Stadt eröffnet. Da sind wir auch wirklich sehr dankbar für. Und Sie waren und Sie sind Schatzmeister. Und jetzt gibt es ja auch, ja, ich sag mal, eine Perspektive für Sie, dass Sie nicht ganz so depressiv sein müssen, denn da ist ja ein bisschen was getan worden am Etat.
Also wir haben ja in der Vergangenheit ist schon sehr viel getan worden. Es ist viel Aufräumarbeit gelaufen. Die muss nicht mehr geleistet werden. Das ist abgearbeitet, da ist viel abgearbeitet. Und ich sage mal so, wir sehen jetzt schon Land. Vor allen Dingen jetzt natürlich letztlich auch mit Unterstützung der Kickers-Freunde, was uns natürlich sehr freut, die dann auch schon in Vorleistung getreten ist und gesagt haben, wir stehen dafür ein, jetzt auch schon den nächsten Etat zu sichern. Und natürlich weiß ich aber auch, dass noch eine ganze Menge Arbeit auf uns wartet. Jetzt geht es in die Feinabstimmung mit dem Vertragswerk. Das ist nicht ohne, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber ich denke, mit so einem Ziel hat man natürlich auch eine entsprechende Motivation im Nacken. Ja. Ihr Kollege Markus Weidner, der alte Kollege sozusagen, der hat ja das Ganze so mit dem Hausbau verglichen, dass erstmal eine dreckige Grube sozusagen ausgehoben werden musste und ein Fundament gelegt werden. Da waren Sie ja auch jetzt schon mit dabei. Jetzt lässt sich das Haus darauf aufsetzen? Also ich denke, das Fundament steht. Der e.V. ist entschuldet, ganz, ganz wichtig. Wir haben für Ordnung gesorgt. Wir wissen heute, wo wir stehen. Das war in der Vergangenheit auch nicht unbedingt ganz selbstverständlich. Und ich denke, das Fundament, auf dem wir jetzt aufbauen, ist auch kein wackeliges mehr. Und ich glaube, diese Botschaft ist auch so ein Stück weit auch schon bei dem ein oder anderen Sponsor angekommen. Also wir bekommen in der Tat auch schon die ein oder andere erfreuliche Anfrage von Sponsoren, die man so vielleicht früher noch nicht bekommen hätte. Jörg Brill, dein Platz war bis jetzt eigentlich nie so auf der VIP-Tribüne, sondern auf der Waldemar-Klein-Tribüne. Und man sieht dich draußen rumsausen mit dem Erwin in der Hand. Neulich beim Aufstiegsspiel hast du das Pfandgut eingesammelt. Also von ganz unten sozusagen jetzt mit Einfluss von oben. Das wäre ein bisschen arg weit gegriffen, denn auch in Zukunft möchte ich es einfach so halten wie bisher auch. Ich will genauso den Erwin mitverkaufen, ich will genauso bei der schönen Crew sein, die den OFC einfach so lebenswert macht. Ich werde genauso im Block 2 drin stehen und ausnahmsweise vielleicht mal auf der anderen Seite. Und ihr habt euch da etwas vorgenommen und man hat so den Eindruck, ihr habt euch gefunden, hier kann was entstehen. Genau so. Ist fast eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich hätte ich würde nicht mitmachen, wenn ich nicht dieses Gefühl hätte. Dieses wirklich positive Gefühl, so wie es der Peter auch gerne beschreibt, kein Blatt dazwischen. Man muss über Sachen kontrovers diskutieren, aber am Ende des Tages gibt es eine Entscheidung, die wird gemeinsam getragen und nach außen kommuniziert. Wir wünschen euch immer ein glückliches Händchen. Im Sinne des OFC und nur der OFC. Nur der OFC. Danke. Dr. Felix Schwenke, der Oberbürgermeister der Stadt Offenbach, ist bei uns. Ganz kurz Ihr Fazit zur heutigen Veranstaltung. Das war eine sehr harmonische Veranstaltung und ich denke, dass was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass es einen guten Übergang auch zwischen dem alten und dem neuen Präsidium gegeben hat. Auch das Interview von Herrn Ruhl nochmal vor 2 Tagen der FAZ. Es gibt keine Unruhe, sondern es gibt so ein Stück Zusammenrücken innerhalb des OFC. Es gibt ein Zusammenrücken zwischen OFC und der Stadt. Und ich glaube, das ist es, was wir auch alle gemeinsam brauchen, um für die Kickers einen neuen Aufbruch zu schaffen. Und da wünsche ich dem neuen Präsidium alles Gute. Es gibt ja jetzt schon verschiedenste Anstrengungen bis hin zum Kader, der sich momentan gerade bildet. Die ersten Dauerkarten oder die ersten 1000 sind sogar schon verkauft. Ja, also da muss noch ein bisschen was passieren im Umfeld. Haben Sie den Eindruck, da wird jetzt was gehen? Ja, was vor allem wichtig ist, ist, dass jetzt ein Team auch da ist, das angetreten hat. Klar, die Hoffnung ist, einen Aufstieg hinzukriegen, aber dass die Parole ausgegeben hat, Aufstieg in 3 Jahren und nicht ein Schuss, alles muss sitzen, sofort steigen wir auf oder alles bricht in sich zusammen. Und dass so auch die Finanzierung als Strategie insgesamt angelegt ist und nicht alles Geld sofort weg ist. Dass ein hohes Maß an Seriosität ist, damit da ist, wenn diese Zusagen jetzt so eingehalten werden, da bin ich heute guter Dinge, so wie ich die Menschen nach meinem derzeitigen Stand einschätze, dann haben wir eine gute Chance in den nächsten 3 Jahren. Nicht unbedingt sofort, aber da müssen einfach alle mitziehen. So, da sind wir auf Stimmenfang, was die Fans und Mitglieder angeht. Wie war es denn heute Abend? Das war sehr intimativ und ich war schon mehrmals da, denke, jetzt packen wir die Kurve, aber diesmal bin ich überzeugt, mit diesen Leuten geht es bergauf. Ohne Wenn und Aber. Wir müssen geduldig sein, demütig, aber in 2-3 Jahren, der Plan ist okay und dann packen wir es. Aber es wurde auch gesagt, bei aller Tradition, bei allem das, was war, jetzt müssen wir nach vorne schauen und jeder muss mitmachen. Ich habe ja die Dauerkarte schon ewig, bin Mitglied, war schon im Kreis dabei, habe gespendet und so weiter. Also mir liegt es nicht. Ich bin Michelstädter, bin seit Jahrzehnten dabei. Aber es gab ja auch noch eine Hausaufgabe vom neuen Präsidenten. Ja, im Grunde gleich dreigleisig. Ne? Das heißt, jeder soll noch eine Dauerkarte möglichst aus dem Umfeld mitbringen. Ich habe 2, 3 Bekannte, die müssen da noch ran. Morgen packe ich es an. Ja, 2 weitere Fans bzw. Mitglieder, muss man ja sagen. Was war Ihr Eindruck heute? Ja, ich war zum ersten Mal da. Ich fand es heute
vor allem informativ, aber auch sehr emotional und interessant. Und so eine Maßgabe vom neuen Präsidium war ja, wir müssen das, was wir jetzt hier haben, nach außen tragen. Wie ist es denn? Gibt es so ein kleines Gefühl, dass die Flamme so entzündet ist, ein kleines Euphoriegefühl? Passiert was? Ja, als Offenbacher ist man ja grundsätzlich optimistisch und wir glauben immer an das Beste und ich bin auch bei den führenden handelnden Personen durchaus optimistisch. Ich glaube, da entsteht was richtig Großes und ich hoffe, wir ziehen wirklich alle an einem Strang und dann ist hier einiges zu bewegen. Ein bekanntes Gesicht in der Stadt Offenbach, Frau Oeltscher, ganz kurz Ihr Eindruck zur heutigen Veranstaltung? Sehr positiv, sehr positiv. Hat sich alles sehr gut angehört, vor allem, dass die eigenen Interessen zurückgestellt werden, finde ich sehr gut für den Verein, dass es wieder vorwärts geht. Ich stehe auch dahinter und ganz besonders gratuliere ich nochmal der Frau Klein und ich denke, sie ist der Pulsschlag hier von den Kickers und ich hoffe, dass sie auch weiterhin den Kickers erhalten bleibt. Und Sie haben jetzt auch eine Hausaufgabe gestellt bekommen, Sie wissen das, Sie müssen neue Mitglieder bzw. auch neue Dauerkartenbesitzer werben. Dafür bin ich bekannt. Ich habe die Anträge immer in der Handtasche. Ich habe schon so viele Mitglieder mitgebracht. Bei mir beißen Sie auf Granit, ich bin schon Mitglied. Okay.